Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben in der letzten Folge den Insektenhammer gebaut und den würde ich jetzt ganz gerne mal hinten bei den Pastillen benutzen. Denn dann können wir die damit wahrscheinlich auch abbauen und wahrscheinlich auch noch so ein paar andere Sachen. Achso, ja, hier sind ein paar Ameisen am Start. Ich weiß nicht, was wir da tun. Die versuchen, glaube ich, hier einzubrechen und mir alles zu klauen. Die eine da unten ist auch wieder weg. Das ist schon mal ganz gut. Müssen wir vielleicht irgendwann mal eine Tür reinmachen. Und genau, ich wollte ja hier noch... Jetzt habe ich den Saft wieder weggelegt in der letzten Folge. Ich wollte doch den Saft hier noch nutzen, um die Fackeln draußen zu machen. Dass wir hier abends auch eine schöne Außenbeleuchtung haben. Zumindest mal hier, wo später vielleicht mal sowas wie eine Terrasse entstehen soll. Gut, nee. Ich brauche einen Schluck Wasser. Den finden wir sogar hier oben direkt. Ja, natürlich ist wieder das, was nicht funktioniert. Ja, so geht's auch. Wissen wir Bescheid fürs nächste Mal. Einfach dran springen. Von der Box aus. Und, ja. Sonst ist hier nicht wirklich viel Wasser. Aber da vorne ist schon unser Ziel. Da bauen wir mal gerade ab. Holen uns so ein paar mit davon. Von diesen Minzebonbons. Eispastillen. So. Nehmen wir alles mit, was wir kriegen. Hier können wir direkt Feuer bauen. Nice. Fällt mir gerade auch ein, ich habe jetzt irgendwann gelesen, dass die von den Pfefferminzbonbons, also in echt jetzt, von den Pfefferminzbonbons die Hersteller wohl irgendwie Insolvenz angemeldet haben, nach über 130 Jahren. Das ist der Wahnsinn. So, wir haben 20 Stück, die können wir direkt mal scannen. Das ist doch schon mal eine gute Ausbeute. Wir wissen, dass wir im Ameisenbau zwischenzeitlich auch was bekommen. Und wir gucken jetzt mal gerade da vorne, was wir damit, ja, was wir da rausbekommen, wenn wir das scannen. Minzpfeil, das ist komplett neu. Aber da ging doch mal die Minzkeule. Hä? Das haben die das entfernt? Oh, guck mal hier. Kochen für Anfänger. Das sieht ja gar nicht lecker aus. Angriffsausdauer. Das ist natürlich super. Würde ich, glaube ich, mal machen wollen. Achso, Schildrahmen. Was? Achso, befestigte Basen. Ich habe Rasen gelesen. Ups. Ja, das ist natürlich cool. Das ist auch neu. Ja gut, Widerstand ist, wird hoffentlich nicht allzu wichtig. Ich kaufe das jetzt hier. Hoppala. Hey, warte mal. Was? Achso, die Schmiede habe ich schon. So, gekauft. Das ist schnell gemacht. Eicheln können wir besorgen. Ansonsten brauchen wir 5 Larven. Wir brauchen Krötensumpf. Müssen wir markieren. Kochkunst. Wir können eine Küche bauen. Sollen wir eine Küche bauen, wenn das geht? Hier ist auch ganz viel Deko. Hallo. Guten Tag, Ameise. Kochkunst. Hier ist das. Ja, cool. Das finde ich super. Nicht einfach nur was freigeschaltet, sondern wirklich auch was dabei. Was man erstmal machen muss. Machen wir natürlich auch direkt hier oben. Würde ich jetzt erstmal vorübergehend hier einrichten. Unkraut, Kochdrüse, Säure, Ton. Kriegen wir hin. Kochdrüse. Achso, hier. Nee, hier. Die haben wir aber gehabt, ne? Oder haben wir die verbaut? Hä? Warte mal, die haben wir doch gehabt. So, gerade mal essen. Aber wo ist denn die Kochdrüse hin? Ich dachte, ich hätte noch eine gehabt.
Dann brauchen wir so ein Säure-Ding. Komisch. Hä? Ja, und neun von diesen Stängeln, die haben wir doch hier rumfliegen, ne? Nee, habe ich auch schon verbaut. Na gut, aber warte mal, hier ist doch direkt Unkraut. Ach ja, stimmt, ich habe ja jetzt schon die Rüstung an. Jo. Sehr schön. Ach ja, stimmt, wir können gar nicht so viel mitnehmen. Zweimal gehen, dann haben wir die Teile auch schon oben. Und dann fehlt nur noch die Kochdrüse. Wo auch immer die gelandet ist. Ich habe keine Ahnung. Zwei, vier und einen noch, ne? Ich bin immer noch guter Dinge, dass wir die Basis hier gebaut haben. Und ich finde, es macht irgendwie was aus. Ich würde auch ganz gerne später hier irgendwie so ein... von oben nach unten irgendwie versuchen, so einen Balken runterzuziehen, wenn es da irgendwas gibt. Ja, und eine Kochdrüse noch. Was brauchen wir eigentlich hier, um die zu reparieren? Da ist er. Okay. Ja, dann lass uns mal gerade schauen. Was ist das? Ah, gut genährt. Gibt uns auch einen Bonus. Da ist nochmal Wasser. So, also wir brauchen auf jeden Fall Kochdrüsen. Ich würde ganz gerne... ja, so einen Bombardierkäfer müssen wir auf jeden Fall noch besiegen. Ich bin aber gerade am Überlegen. Sollten wir nochmal in den Ameisenbau hinten gehen, aber nicht... der, wo wir schon drin waren, sondern der oben... Ja, wobei, da, wo wir schon drin waren, da sind auch nochmal so Minze-Dinger drin. Aber ich meine den oben quasi, beim Baum. Da ist ja so ein verlassener Ameisenhügel. Da sollten wir vielleicht mal reingehen. Ich glaube, der ist noch nicht wieder da. Ich glaube, der ist noch nicht wieder da. Nö. Der ist nicht da. Keine Anzeige. Er ist weg. Na gut, ja, dann würde ich jetzt ganz gerne nochmal ein, zwei Fackeln bauen. Wo kommt eigentlich der Pfeil hierher? Den habe ich wahrscheinlich hinten vom Bärenbaum hier rüber geschossen. Nee, dann wie gesagt, würde ich ein paar Fackeln bauen. Vielleicht zwei Stück noch. Ich denke, die reichen auch. Ja, und wenn wir das haben, könnten wir theoretisch... Mal schauen wegen diesem Bau. Dann können wir auch direkt die Eicheln mitnehmen für den für die Quest. Wo ist eigentlich der Krötensumpf? Ist das der, wo wir hinten schon waren? Wie war das überhaupt mit den Markierungen? Ich hab's voll vergessen. Oh. Ich hab's voll vergessen. Zack. Nein. Au. Das ist immer noch dieser komische... Warte mal. Ne, der schwarze Balken bleibt. Irgendwie ist da so ein schwarzer Balken in dem Leben. Ich weiß aber nicht, woher der kommt. Ganz, ganz strange. Das hier ist auch cool. Wenn wir einen Balkon haben, könnten wir theoretisch hier noch hochgehen. Wäre natürlich super praktisch. So. Verbrauchen. Einfach rein damit. So, jetzt haben wir ein bisschen Saft. Dann können wir auch die Fackeln machen. Und die befinden sich nochmal wo? Ich glaube hier. Nein, das ist Rüstung. Das ist Heilen. Das sollten wir aber auch mal gucken. Maximal Gesundheit geheilt. Ach so, ja. Da sind sie.
So, weitere Fackeln. Ich würde, glaube ich, einfach mal zur Sicherheit die Ameisenrüstung mitnehmen. Beziehungsweise auch anziehen. Dann brauchen wir... Dann brauchen wir die Slots hier nicht, ne? Schon zubauen. So. Ja, gut. Nee, dann auf geht's. Auf zum alten Ameisenbau. Die Rüstung habe ich jetzt an. Das passt. Und dann schauen wir mal, was sich da drin befand. Vielleicht sollen wir über... Ja, ich glaube, wir gehen besser über Bürgel rein, oder? Ich glaube, wir gehen besser über Bürgel rein. Da war ja das zerbrochene Glas hinter dem. Genau, dann gehen wir von da über den Ameisenbau weiter. Machen wir es so. Machen wir es so. Ich gehe mal wieder hier hoch, dann sind wir hier ein bisschen sicherer, falls hier was kommt. Hey, da oben war ich doch schon. Oder nicht? Ich gehe da nochmal gerade hin und dann kann ich hier auch nochmal schnell die hier mitnehmen. Sehr schön. La 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 la. Ha. Wir kommen, ohne ins Spinnennetz zu kommen. So muss es laufen. Au. Da gehe ich auf jeden Fall nicht rein. Und wir sind natürlich auch jetzt wesentlich schneller mit dem neuen Hammer hier am Start. Meins. Das ist auch meine. Jetzt wird es auch richtig düster langsam. Nice, drei Schläge. Statt fünf oder so. So, und bevor wir die Fackeln anmachen, gehen wir wirklich schon mal darüber. Guck mal, wie einladend das ist. Den zwei Wolfsspinnen. Oh, hi. Ich war erschrocken gerade, weil du direkt auch rot warst. Jetzt würdest du mich angreifen. Oh, warte mal. Kann man die nicht auch theoretisch? Ja, aber es ist einfach nur Pilz. Ist kein Unterschied. Glaube ich. Ist ja... Nee, ist... Ich probiere es jetzt. Komm, scheiß drauf. Pilzbrocken. Ja, müssen wir mal gucken. Können wir ja dann auch wieder scannen. Das ist doch nice. Sehr, sehr nice. So, Fackel raus. Also rein, nicht raus. Moin. Guten Tag. Willst du nicht vielleicht bei mir einziehen? Hello there. Acting Hal, can I help you today? Hab ich einen? Oh, ich habe ein Chip gefunden. Wann du dich erinnern kannst. Much better. Check the ASL Terminals Science Shop for the new recipes. Have an expert. Oh, ich boxe. Hello there. How can I help you today? Thank you. Okay. Performing diagnostic. Hab ich noch mehr? It is nice to... How can I ask away, my friend? Ach so. A question about me? Have to keep things clean. There's experimentation. Der war schon ganz hoffnungsvoll. Neue Rezepte. Achso. Maximale Ausdauermutation ist natürlich super. Ja. Hier würde ich gerne rein. Ich speichere nochmal ganz schnell. Und weiter geht's. I'll need to process that. Verbal Transcription Unit 87.9.5. Order number one. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is Burgle, and I will be serving you today.
I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger-flipping brethren now consigned to the scrap heap? I need you to monitor these readings, Burgle. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Was? Appending monitor power fluctuations to my prime directive quest. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Was war das jetzt, was wir da gefunden haben? Was zur Hölle? Gehen wir erstmal. Gehen wir erstmal nicht hier lang. Wir brauchen erstmal die. 6. Moment, ich muss erstmal gerade hier raus. Ich kann die nicht ausrüsten. Erstellen. Nee, da brauche ich eine Seelaterne für. Da komme ich gar nicht runter. Das ist ja alles düster. Aber wir haben diesen Zahn jetzt abgebaut. Und wir haben den Zahn auf jeden Fall schon mal gesehen. Da bin ich mir 100% sicher. Bin ich überhaupt richtig? Ich glaube schon. Ich will mal ganz kurz, kurz zu diesem Terminal gehen, bevor wir hier runtergehen. Die tun uns ja eh nichts. Hoppa. So. Das Terminal. So. Ach, guck mal. Was? Wie? Machen wir auf Gesundheit. Ja, nice. Ja, aber da muss es doch voll viele geben, oder? Oder respawnen die? Ne, da muss es voll viele geben. Ich gehe jetzt hier weiter. Ja, ist ja nice. Gehe ich direkt hier runter? Ach ne, hier geht's noch weiter. Oder war das der Weg nach unten? War der Weg nach unten? Ne, dann springen wir runter. Dann gucken wir direkt weiter. Komm, zack. Einfach nur Kiesel, brauche ich nicht. Was ist denn das? Robuster Marmor. Bauen wir auch direkt den hierfür. Das ist auf jeden Fall neu. Das andere, was wir hatten, waren nur irgendwelche instabilen Brocken, glaube ich. Ist also schon mal eine gute Idee, hier lang zu gehen. Schon zwei neue Sachen. Genau, oder Spröde war es. Spröder Marmor. Das ist auch völlig neu. Das sieht aber schon irgendwie cool aus. Richtig cool aus. Ist denn hier auch irgendwas Tolles? Irgendwie nicht. Irgendwie nicht so. Bisschen Kiesel? Oh, ne, finden wir auch an der Oberfläche. Ich kann mich hier gar nicht mehr dran erinnern. Oder nur noch ganz, ganz grob. Aber gut, hier waren wir auch nur einmal drin. Ganz am Anfang. Und hier geht's raus. Ja, wir sind durch. Tatsächlich. Gibt da nichts mehr zu holen. Dann gehe ich jetzt mal zurück. Dann überprüfen wir mal, was wir da mitgenommen haben. Das wird hoffentlich was ganz Cooles sein. Achso, ich kann hier nicht das in der Hand halten und gleichzeitig den Bogen
Einfach nur zum Laufen. Ich mag das ja ganz gerne, wenn man mal nichts in der Hand hat. Was irgendwie den Bildschirm halb verdeckt. Außer halt eben die Fackel jetzt. Die aber auch eben Licht macht. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus hier. Was sagt die Uhr? 22 Uhr, da können wir lieber mal schnell schlafen gehen. Ich glaube, ich würde sogar da unten drinnen irgendwie ein bisschen Einrichtung drin lassen, weil das irgendwie ganz cool ist und wir nicht immer hochrennen müssen. Die sind gewachsen. Das erste Mal, dass wir Pilze ernten können. Grundgütiger, ist ja völlig mutiert. Mal schauen, was das später bringt. Na gut, muss hier ran. Ne, das ist aber falsch. Das ist Nahrung. Aber... Ah, hier, robuste. Das wollte ich mitnehmen. Sind aber auch nicht viele, ne? Sind echt nicht viele. Kein Wasser in der Nähe? Nö. Morgentau ist vergangen. Sind auch wieder Fliegen. Hä? Ach, hier das. Geht aber auch nicht. Blöd. Blöd ist das. Blöd. Da kommen wir nicht ran. Hier könnte ja auch nochmal was sein. Da oben. Guck mal. Perfekt. Dann zeig doch mal her. Also. Das andere können wir gar nicht analysieren. Okay. Pilzfrei, natürlich. Was auch sonst. Hm. Eichelbeinpanzer. Jo, den würde ich auf jeden Fall noch herstellen. Wegmarkierung Krötensumpf. Ich glaube, die waren aber angezeigt, ne? Wenn man weiß, wo man hin muss, dann waren da auf einmal Stellen. Also so Blueprints, die da schon standen, ne? Die Fackel aus. So. Hallo Ameise, ich muss mal gerade hier so vorbei. Zack. Na, schön. Ja, ich bin echt mal gespannt hier, ne? Das sieht ja echt krass aus. Rüstungen zu verbessern. Okay. Das mit dem Essen klappt auch eigentlich ganz gut, oder? Würde ich sagen. Close your eyes. Ja, dann haben wir alles am Start. Sehr schön. Genau. Schmeiß ich auch mal wieder hier ran. Was brauchen wir da eigentlich nochmal? Warte mal. Wir konnten doch da die Pilzziegel machen. Ach ja, genau. Das war der Schmelzofen. Den konnten wir noch nicht machen. Warum? Da ist die Schmiede. Wir können ja einfach mal die Schmiede bauen. Und gucken, was dabei rumkommt. Vielleicht schalten wir dadurch neue Baupläne frei, wer weiß. Vier Seile, zwei Saft, Spröde, Marmorscherbe. Achso, nee, hier war das. Direkt daneben.
Ja, und dann noch zwei Saft. So, und dann? Ah, guck mal. Spröde Panzerung brauchen wir dafür. Was brauche ich hierfür? Wahrscheinlich dasselbe. Achso, das ist die, die ich sogar gerade anhabe. Ja, stimmt, die haben wir ausgetauscht. Wenn ich die aufwerte. Spröde Panzerung. Da muss ich mal gerade an die Werkbank. Dann ist das doch bestimmt hier vorne, oder? Ach du. Nice. Sehr nice. Ja, komm, da mache ich direkt mal 10. Und hier auch. So. Verbessern. Nice. Ja, dann hauen wir da richtig rein. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich hau da jetzt richtig rein. Stufe 4. Ja, und das ist auch schon wesentlich besser. Wesentlich besser jetzt. Da freue ich mich drauf. Gut, nee, dann wissen wir auch, wofür wir das jetzt gebrauchen können. Jetzt haben wir das alles verbraucht und ja, haben halt eben jetzt wesentlich bessere Ausrüstung. Nice. Was will man mehr? Was will man mehr? So, und die ist halt auch eben sehr gut jetzt. So gefällt mir das. Okay, dreimal angreifen, zweimal drei Angriffe und dann ist die Ausrüstung, die Ausdauer weg. Ja, haben wir wieder was Gutes dazugelernt. Das wird auch noch ein sehr, sehr interessantes Ding, glaube ich. Da müssen wir zusehen, dass wir alles sammeln, was wir kriegen können. Wir müssen ja einen Zahn noch holen bei den Ameisen unten. Und da müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz herzlich fürs Einschalten und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann seid doch so lieb, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht sogar hier einfach nochmal ein bisschen an der Basis rumbauen. Schauen wir mal alles in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.